Willkommen zurück zu Ramanas Park. Wir werden heute hoffentlich alle restlichen Pokémon fangen können, denn jetzt wird es erst richtig interessant. So, ich habe ein bisschen übergefarmt, könnte man sagen. Ist mir gleich aufgefallen. Ich habe irgendwie 6, 7 Stück und ich brauche eigentlich nur 5. Und zwar werden wir uns hier die Meeresplatte gönnen. Zack. Die Kontinentsplatte. So. Die Himmelsplatte. Die Genplatte. Und die Zerplatte. So. Damit haben wir alle Platten. Genau. Das sollten alle gewesen sein. Und nun auf zu den Legis. Ich würde sagen, wir machen alle nach der Reihe. Wir haben ja schon am Ende der letzten Folge uns alle Kammern mal angeschaut. Also nicht wundern, dass wir jetzt keine Cutscenes sehen werden oder sowas. So, ich glaube, das hier wird die nächste Kammer sein. Auf jeden Fall steuere ich mich jetzt dorthin in die Richtung. Und wir machen die auch jetzt auf jeden Fall als nächstes. Also, let's go. Ich weiß nicht, ob die Musik hier anders sein wird. Ich werde mal versuchen, darauf zu achten. Let's go. Die Meeresplatte. Die Game Boy Advance Cartridge passt perfekt. Und was für ein riesiges Pokémon wird uns erscheinen? Hier in dieser Zerrwelt. Ein Kyogre. Nee, ist es die gleiche Musik, die Lugia hat. Okay. Das wollte ich nur nachchecken. Ein Kyogre. Ich meine, wenn man jetzt Kyogre sieht, kann man sich theoretisch schon denken, was die anderen beiden sind, wenn man die Pokémon kennt. Aber gut, das kann man sich allgemein bei jeder einzelnen Höhle denken. Aber ich würde sie spoilern. Für die, die es eventuell noch nicht wissen, würde ich die spoilern. Und ich glaube, weil Kyogre ist ja nur Typ Wasser. Deshalb glaube ich, wenn ich eine Pflanzenattacke einsetze, ist es instant tot und da müsste ich resetten. Deshalb, ich habe den Flipper vergessen. Nice, ich habe wieder den Flipper vergessen. Ja, deshalb setze ich jetzt die ganze Zeit nur noch Frische ein. Ursprungswaage oder sowas. Das ist die Attacke. Oh mein Gott, was? What? Die habe ich noch nie gesehen, die Attacke. Was ist das denn? Klapp. So, und jetzt rauf da mit den Hyperballs. Ihr seht schon, ich habe insgesamt jetzt 100. Ich habe mir ein paar gekauft. Und wir waren in der letzten Folge, hatten wir noch wie 50 oder so. Da habe ich mir ein paar geholt. Und einer reicht aus für Kyogre. Kyogre macht absolut keinen Stress. Beim First Try gefangen. Hätte wahrscheinlich mit dem Flottbar auch funktioniert. Naja, egal. Kyogre! Man sagt, es habe die Meere vergrößert, indem es starken Regen heraufbeschwor. Einst schlief es am Grund eines Tiefseegrabens. Das stimmt. In Pokémon Saphir. Genau, Saphir hieß das Spiel. Musste ich gerade überlegen. So, und da ist nun eine Statue. Ja, nicht da. Muss bis nach links schwenken. Richtig. Da ist nun die Statue von Kyogre. Jetzt guckst du nach links. Ich denke, das Gegenstück wird jetzt nach rechts gucken. Denn das machen wir direkt als nächstes. Wow, war wie Kyogre einfach. Das sind zwei Items. Eine Enigma-Beere ist hier. Oh, drei Items. Eine Wunfru-Beere. Und wie komme ich zur anderen hinten? Zum anderen Item? Oh, nein, das wollte ich nicht. Komm ich denn zum anderen Item? Oder geht das ja gar nicht? Kommt man da gar nicht hin? Ah doch, von hier! Oh lol. Und eine Eipfelbeere. Okay. Das sind alles lustige Namen, aber können sie auch was? Eipfelbeere. Als getragenes Item ermöglicht diese Beere dem Träger in einer Notlage den Erstschlag. Okay, das ist cool. Als getragenes Item erhöht diese Beere die Genauigkeit eines Pokémon, sobald es in eine Notlage legt. Und Enigma-Beere, als getragenes Item führt diese Beere die KP eines Pokémon auf, wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird. Ja, das sind alles so, die ganzen Beeren, die wir hier bekommen, das sind alles so Beeren, die sollte man einpflanzen, nicht sofort benutzen. Am besten einpflanzen und vermehren. Ja, ich war nicht fleißig mit den Beeren, die waren mir ziemlich egal in letzter Zeit. Also nicht wundern, dass ich davon kaum welche habe. Und auch nicht wundern, dass ich jetzt sehr oft abspeichern werde. Ich habe halt keine Lust, jedes einzelne Legi nochmal neu zu machen. Ich habe da gelernt, nachdem ich Latios verkackt habe beim ersten Mal. Als nächstes machen wir
Das hier unten. Ich meine, hier unten war noch eins, ne? Nee, das war's nicht. Wo waren das? Warst du das? Nee, du warst das. Nee, das warst du nicht. Nee. Du warst die Genkammer. Oh, okay. Du bist die Genkammer. Ich muss mich ja erstmal zurechtfinden. Da hinten war die. Das war die Zer. Hier ist gar nichts, das weiß ich noch. Hier war gar nichts. Wow, das ist echt ein verwirrender Park manchmal. Ist alles so komisch angeordnet und. Ich weiß auch nicht. Ah, nee, dort. Hier war das, wo ich hin wollte, oder? Ich meine, hier auf dieser Insel war es, wo ich hin wollte. Hab ich recht? Hab ich. Genau. Den machen wir als nächstes. Denn das hier ist für den Kontinent. Das Gegenstück zu Kyore. Mit dieser Game Boy Advance Cartridge. Sehen wir es nun vor unseren Augen. Dieses Groudon. Wie cool das aussieht. Ich finde es auch cool, dass sie hier ja, mehr oder weniger Originalgrößen haben. Das finde ich sehr cool. Bon! Für die Musik ist ein bisschen zu unterhypend. Dafür, dass es so ein heftiges, krasses Pokémon hier ist, was mir gerade vor mir steht. Haben wir übrigens alle auch Shiny Hunten? Ich glaube, ja, einfach resetten immer wieder. Irgendwann hat man es dann Shiny. Gleichen Chancen wie bei anderen Pokémon. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Jetzt bitte nicht den Flopball vergessen. So. Ich denke bei Groudon immer, dass es Typ Feuer ist. Aber es ist tatsächlich erst in der Mega-Entwicklung Typ Feuer. Wahrscheinlich denke ich das, weil ich das in Omega Rubin immer hatte, das Pokémon mit der Omega-Form. Und da ist es halt Typ Feuer. Ja, genau. Hier ist es aber Typ Boden. Das macht das normal Damage. Ja. Weiß auch nicht jeder. Weil wir es mal gesagt haben, Groudon ist nur Boden, mehr ist es nicht. Einfach ein Boden-Pokémon. Hat aber auch. Es kann aber auch Feuerattacken lernen, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, Chaterra ist jetzt down. Ist ein bisschen blöd, aber nichts Schlimmes. Ich darf so einen Tricky jetzt nicht reinsenden. Das wollte ich eigentlich, aber kann ich nicht machen, weil es ist nicht Feuer und deshalb kann es Feuer-Damage nehmen. So, lieber Bälle werfen. Kyogre hat überhaupt keinen Stress gemacht. Ist instant reingegangen. Was mit dir, Groudon? Oh, du willst Stress machen. Du willst der coole Bro sein hier. Der richtig coole Typ. Der will hier der richtig coole sein. Man merkt. Solange er nicht den Lavados oder den Latios macht. So den Groudos. Den Groudon macht, dann ist alles gut. Naja, dein Sonnentag oder was das war. Macht nämlich gar keinen Sinn, das verschreckt ja nur Feuerattacken, oder nicht? Keine Ahnung, ich meine, so ein Sonnentag würde nur Feuerattacken verstärken und nicht irgendwie Boden oder was auch immer. Komisch, dass es das dann kann. Aber egal. Es gibt ja auch, viele Legis haben auch so eine ganz langweilige Fähigkeit namens Bedroher. Ja, weil den Entwicklern nichts eingefallen ist. Warte, was? Komplett? Komplett. Aber ich finde es cool, dass es hier die Augen zu hat. Oh. Oh, oh, oh. Ich one-shot es. Oh nein. Oh nein. Biss? Oder wie wenig Damage macht Biss? Viel zu wenig. Eieiei. Ich switch raus zu einem anderen Viech. Das geht so nicht. Hä? Was? Nein. Nicht Items. Pokémon. Das ist schwierig. Das ist echt nicht einfach, wenn ich jetzt reinschicke. Du Trauma, geh mal rein. Hoffe, dass er jetzt noch schläft. Bleib schlafen, Groudon. Schön schlafen. Die meisten Legis sind dafür bekannt, dass sie ewig lange schlafen. Also, du kannst auch gerne schlafen. Ich greife die Sache an. So wenig Damage.
Und schwebe. Haha. Du Idiot. Bitte mach das nicht so viel damit, oder? Ich glaube, das macht zu viel damit. Nee, macht's überhaupt nicht. Okay, sehr gut. Der checkt's nicht. Abgrundsklinge ist eigentlich eine richtig starke Attacke. Ich glaube sogar seine Signature. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Nervt Groudon. Richtig. Auf jeden Fall nervt Groudon sehr. Mit seiner Erholung. Also klar könnte ich auch jetzt schon die Bälle werfen, aber ich möchte ihn halt erstmal schwächen. So, und wenn ihn... Okay, das hat sehr viel Damage gemacht. Mehr als ich wollte, aber... Obwohl, eigentlich ist das gut. Einmal Psy-Strahl, dann sollte es beim roten Bereich sein und dann werfe ich die Hyperbälle. Ja. Nein! Nein, die Verwirrung. Oh, oh. Die Verwirrung. Obwohl, aber wird er wahrscheinlich wieder gleich... sich einfach heilen, oder? Mit der Erholung. Na komm, bleib einfach im Ball, dann müssen wir nicht drüber nachdenken, okay? Du schläfst ja sowieso gerade, du kannst gerade nichts machen. Eben, er schläft gerade und denkt sich so, ach, egal. Bleib einfach drin. Es lohnt sich nicht, dagegen anzukämpfen. Bleib einfach im Ball der Zähligen drin. Ist schon okay. Genauso sehe ich das auch, Groudon. Nachdem es sich vor Urzeiten einen erbitterten Kampf mit Kyogre geliefert hatte, schlief es in tief unter dem Erdboden gelegenem Magma. Gelegenem Magma. Krasses Viech. Vielleicht kriegen wir bei der Zerrkammer die Antwort, warum die alle in der Zerrwelt sind. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur so, weil es cool aussieht. Für den Fanservice. Wisst ihr, was ich meine? Coole Pose. Lützi-Beere. Lützi. Lützi, Lützi. Solka. Solka-Beere. Hören sich so lustig an, die Namen. Oh, Litsch. Kann ich durch? Oh, ich hätte auch die einfach lang gekonnt. Und die Lingan-Beere. Die gucken wir uns auch mal ganz schnell an. Ja, genau, hier. Okay, eine davon hatten wir anscheinend schon. Was war denn das von der Beere, die wir schon hatten? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall die beiden Bären. Initiative und Verteidigung. Was war denn die eine Beere, die wir schon eingesammelt haben? Lützi, hier. Erhöht diese Beere den Angriffswert eines Pokémon, sobald es in Notlage steckt. Okay, Moment. Können wir sortieren? Kategorie? Dann sind sie wahrscheinlich alle hier unten, ne? Ja, sind jetzt alle hier unten. Okay. Da geht kurz heilen. Und dann machen wir den nächsten. So, da sind wir wieder. Und als nächstes machen wir die Kammer hier oben. Das ist nämlich die Himmelskammer. Mit der nächsten Game Boy Advance Cartridge. Hinein. Und wir finden nun das dritte Legi von den dreien. Kyogre, Groudon und hier ist es Rayquaza. Aber aus irgendeinem Grund guckt es hier in diese Richtung, anstatt nach geradeaus. Warum auch immer. Okay, soll's halt in die Richtung gucken. Mir egal. Und ich meine, Rayquaza wurde tatsächlich schon mal in Shiny verteilt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, es wurde mal so ein mega Shiny Rayquaza mal verteilt irgendwann. Ja, ja, Klimaschutz. Rayquaza hat auch nur in den Oras Games den inneren Wunsch als Fähigkeit, wodurch sich dann sofort so mega Rayquaza entwickelt. Ohne irgendeinen Stein, ohne irgendwas. Was halt schon ziemlich krass ist, wie ich finde. Ja. Oh nein, es kann fliegen. Ich habe den Flopper vergessen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt jetzt getroffen hätte. Weil es jetzt fliegen ein. Was übrigens effektiv für mich ist, aber mich nicht killt. Okay. Also ich glaube, Rayquaza, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Rayquaza bisher am schwersten sein wird hier. Weil es. Oh, Verteidigung sinkt. Weil es allgemein. Rayquaza ist allgemein ein schwieriges Pokémon zum Fangen. Ich hab's überlebt. Schallwelle macht wohl wenig Damage. Schön. Knirscher nochmal rein, quitten. War sogar ein Crit, oder? Nee, war's nicht. Egal. Und jetzt die Bälle werfen. Rein da, mit den Bällen. Komm, Rayquaza. Ich habe deine beiden Leute auch schon gefangen. Ja, ich sag ja.
Hey, nice! Kyogre und Rayquaza machen überhaupt keinen Stress. Richtig cool. Daumen hoch an die beiden. Yeah. Es lebt in der Ozonschicht, hoch über den Wolken und kann daher vom Boden aus nicht gesehen werden. Richtig. Es lebt oben in den Wolken. So hoch wie kein anderes Pokémon. Manchmal, wenn es Bock hat, fliegt es auch mal ins Weltall. Yeah! Richtig cool. Auch diese Effekte gerade im Hintergrund. Diese Beats und so. Ja, Jabokabeere. Da hat da jemand einfach keinen Boka. Okay. Roselbeere. Und die Hiebesbeere. Was machen die? Habe ich alles schon anscheinend. So mit mal kurz. Bei meinen kaum Beeren, die ich habe. Ja. Ja, Bokabeere. Als getragenes Item bewirkt diese Beere Schaden bei jenen, die den Träger mit einer physischen Attacke treffen. Als getragenes Item bewirkt diese Beere Schaden bei jenen, die den Träger mit einer Spezialattacke treffen. Als getragenes Item schwächt diese Beere sehr effektiver gegnerische Attacken vom Typ Fee. Interessant. Das ist interessant. Okay. Habe ich nicht erwartet. Ihr solltet aber alle erwartet haben, mit wem ich als nächstes weitermache. Und zwar mit der Genkammer. Die war hier, ne? Genau, die Genkammer. Unsere vorletzte Kammer. Und ich meine, wer wird wohl aus dieser Gameboy-Cartridge rauskommen? Wer wird das wohl sein? Es kann niemand Geringeres sein als Mewtwo. Du? Oh yeah. Ich weiß nicht, Mewtwo ist irgendwie in jedem Remake vorhanden, oder? Ist einfach so ein Muss-Pokémon. Oder allgemein in jeder Gen, um ehrlich zu sein. In fast jeder Gen, meine ich, gibt es Mewtwo. Als so ein besonderes Pokémon. Zum Beispiel auch, das fand ich ziemlich cool damals in XY. Da gab es eine eigene Höhle extra irgendwo am Ende des Spiels oder sogar After Story. Nur für Mewtwo. Fand ich richtig cool. Und Mewtwo fand das auch ziemlich cool. Ja, was ist denn heute los? Wir kriegen alles in einen Part hin. Ja, freut mich, klar, cool. Kein Problem. Das war Mewtwo. Es entstand durch eine Neuanordnung von Mews Genen und soll das grausamste Herz aller Pokémon besitzen. What? Am Ende vom ersten Pokémon-Film hat man doch gesehen, dass es die Menschen dann am Ende doch verstanden hat. Und sich dann distanziert von denen, damit es keinen Streit mehr gibt. So, ich habe euch den Film gespoilert. Tut mir leid, dass ich euch den uralten Film gespoilert habe. Mewtwo. Ich mag Mewtwo. Das ist ein cooles Pokémon. Damals war es bekannt als das stärkste Pokémon aller Zeiten, aber das ist schon lange nicht mehr. Das ist es schon lange nicht mehr. Okay. Und nun machen wir uns auf zur letzten Kammer. Die Zerrkammer. Ups, das war die falsche Taste. Hier muss ich R drücken. So, und mir wurde gesagt, ich soll hier meinen Giratina ins Team tun. Wahrscheinlich, weil man hier dann endlich durch die Zerrplatte, durch die DS-Cartridge, dann endlich das Origin-Form Giratina bekommen kann. Weil normalerweise in den originalen Spielen konntest du die Origin-Form direkt, nachdem du Giratina fängst, bekommen. Aber hier haben sie es irgendeinen Grund hierhin verschoben. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es cool aussehen könnte. What? Fuck. Warum ist hier ein Giratina? Und warum ist es so dunkel? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, ich habe jetzt mal mein Shiny Giratina ins Team getan. Ich speichere sogar nochmal ab. Ich bin gerade total verwirrt. Ich habe doch schon Giratina. What? Das ist das Giratina-Theme.
weiß gar nicht, ob das beim originalen Giratina auch da war, das Theme, weil ich hatte ja aus Versehen den DS-Player an. Deshalb genießt es hier. Ja, Zwinger. Okay, zwei Fragen. Warum ist es schwarz? Ne, drei Fragen. Warum ist es dunkel? Nicht schwarz, dunkel. Warum ist es dunkel? Warum ist es Level 100? Und warum ist er überhaupt ein Giratina? Ich habe so viele Fragen gerade. Kann ich... Warte, kann ich fangen? Du kannst kein... Was? Ich kann keinen Ball werfen? Ich sehe gerade übrigens zum ersten Mal die Attacken von meinem Giratina. Giratina versus Giratina? Was geht hier ab? Ist das ein Schatten-Pokémon aus Pokémon DX und Pokémon Colosseum oder was? Ich bin total verwirrt. Aber die Musik ist trotzdem episch. Ich meine, es ist das Giratina-Theme, ne? Aber was? Ich verstehe gar nichts. Und warum steht da einfach nur Giratina setzt Drachenklaue ein? Warum nicht Giratina Gegner oder sowas? Was? Ich bin komplett verwirrt. Was geht hier ab? Ich versuche einfach mal die Musik zu genießen. Warte, was? Ich denke immer, dass ich angreife, weil da nie steht in Klammern Gegner. Normalerweise ist das immer so ein Pokémon. Aber bei ihm nicht? Ich bin so verwirrt. Da steht ja auch, ich hab's schon gefangen. Oh oh. Oh oh. Oh. Teterra, du hältst das gut aus. Und down! Ich konnte ja nicht fangen. Von daher. Level 100 Giratina besiegt. Hey, das gibt gute Erfahrungspunkte. Kann ich das nochmal machen? Okay. Aber ich krieg jetzt schon den Orb, oder? Oder? Eine Origin Giratina Statue. Die ist sogar falsch rum. Oh, da ist sogar so ein X. Kein X, so ein Verboten-Symbol. Oh, wir sind falsch rum. Okay, das ist gruselig. Aber irgendwie cool. Meine Steuerung ist auch komisch. Platinum Orb! Genau das braucht man. Das zeige ich auch sogar, euch sogar direkt. Und zwar mit diesem Platinum Orb. Wo ist es denn? Ist es nicht da? Ist es woanders? Trainingstasche? Ah, hier. Platinum Orb! Ein glühender Orb. Verstärkt Attacken vom Typ Drache und Geist, wenn Giratina ihn trägt. Aber nicht nur das macht es. Sondern es verwandelt sich in die Form, die wir gerade gesehen haben. Schaut es euch an. Richtig cool eigentlich. Nee, ich kann mal keine neue holen. Ich kann das nicht nochmal machen. Ich habe ja hier schon eine noch drin. Okay. Wenn ich jetzt nochmal da reingehe? Das ist wieder andersrum. Das ist okay. Ja, das war Ramanos Park. Das war eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Lore hat, aber das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich würde gerne mal Giratina hinter mir rennen lassen, aber leider kann ich es nicht, weil es halt gerade besiegt ist. Ich werde es mal ganz kurz heilen und dann werden wir uns anschauen, wie Giratina in der Form aussieht. So, wollen wir uns noch mal anschauen, wie Giratina in seiner Origin-Form draußen aussieht. Ach, das kann man hier nicht rumlaufen lassen. Oh. Hier kann man keine Pokémon rumlaufen lassen anscheinend. Hier? Hier drin vielleicht? Auch nicht. Dann machen wir es halt vor Ramanas Park. Wir sind übrigens durch mit Ramanas Park. Das war alles. Das waren alle Legis, die man in Pokémon leuchtende Perle bekommen kann. Also, es gibt noch ein bisschen was wir machen könnten. Aber für Ramanas Park war das alles. Und schaut euch das an. Wie cool dieses Giratina auf der Overworld aussieht. Ich glaube, ich fliege sogar mal woanders hin, wo wir mehr Platz haben. Zum guten alten Herzhofen. Ihr wisst, ich mag Herzhofen. Ist eine schöne große Stadt, da kann man sich schön das Pokémon genauer anschauen. Ich glaube, hier haben wir auch original unser Shiny Giratina angeschaut, oder? Das war doch hier. Und guckt euch das an, wie cool das aussieht. Yeah. Falls ihr euch fragt, warum ich überhaupt ein Shiny habe, da habt ihr wohl ein Video verpasst.
Oh yeah, sieht das cool aus. The Negative bewegt sich ganz leichtfüßig. Ja, es ist einfach ein Wurm. Es ist einfach ein Wurm in dieser Form. Ja, welche Form findet ihr cooler? Und wie fandet ihr allgemein Ramanas Park? Das würde mich sehr interessieren. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch irgendwas dran. Ansonsten haben wir hier eine kürzere Folge, weil heute lief einfach alles perfekt. Und ja.